Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf diesem wunderbaren Kanal. Heute reagieren wir auf Ton verändert. Ich bin sehr gespannt, was hier Sache ist. Wir haben noch einen anderen Dicken auf YouTube und der heißt Nico Avocado, aber ich weiß nicht, ob er dick ist. Wie Nico Cado Avocado das ganze Internet getäuscht hat. Gute alte Zungensprecher. Zungenversprecher. Zungenverdreher. Gute alte. Nico Cado Avocado. Onlujan Boklujan. So, ich gehe da jetzt rein, mal gucken, was da Sache ist. Two steps ahead. Auf alte Jimmy Neutron haschen, sag ich dir ehrlich, kam schon böse eine Zeit lang. I am always two steps ahead. Und dann wollt ihr mich im Chat die ganze Zeit fronten? Jetzt, wo er auch dünn ist, ist Aussie der einzige Fette auf YouTube. Ja, das klappt. Ich küsse dich. Bah! Nico Cado Avocado, ein Mukbang-YouTuber, der in den letzten Monaten von Kritik-YouTubern deutlich auseinandergenommen wurde, hat uns ein... Walla, hab ich das noch in meinen Notizen? Warte, wo ist der? Nein, Mann, hab ich nicht mehr, Walla. Ich wollte damals ein Video gegen den drehen und dann habe ich sein lassen, weil ich mir dachte, was soll ich ihm sagen als Fettsack? Das ist schon 2 Jahre ungefähr her. Das ist ungefähr 2 Jahre her, ne? Lass mich nicht lügen jetzt. Ich saß da, hatte keine Videoidee und der war gerade voll im Gespräch. Und dann dachte ich mir so, okay, was soll ich jetzt sagen? Du isst zu viel, das ist ungesund. Und dann dachte ich mir so, Bruder, das ist doch voll das Eigentor, was mache ich hier? Das war's, direkt sein lassen auch, kam nie ein Video raus. Einfach alle hochgenommen. Warum der Typ absolut ein Genie ist und was man von ihm lernen kann, das erfahrt ihr heute in einem Video oder so. Intro. Für die Leute, die immer noch gar keine Ahnung haben, wer Nico Cado Avocado ist, ihr lebt hinterm Stein, aber ganz kurz. Nico Cado Avocado ist ein YouTuber, der hat, glaube ich, mittlerweile 4 Kanäle oder so, auf denen der Typ nur frisst. Ja, nicht isst, sondern regelrecht frisst. Okay. Ich saß letztens im Stream, ich habe ein Brot gegessen, ich wurde zum Peach gemacht. Was würde passieren, wenn ich das im Stream machen würde? Ich frag mich das auch. Was würde passieren? Ich habe ein Brot gegessen, ich wurde beleidigt. Du platzt gleich. Der arme Stuhl. Das arme Brot. Und jetzt guck ich mir das an. Er ist ein Mukbang-YouTuber und Mukbang sind eigentlich so Videos, wie man halt vor der Kamera einfach irgendwas isst. Und manche YouTuber übertreiben halt ein... Ich bin aktuell auf Intervallfasten. Ganz wild, Intervallfasten. Ich habe heute einmal gegessen und das war um 16 Uhr. Sollte ich um... 22 Uhr, also eine halbe Stunde schlechte Laune haben, wisst ihr, woran es liegt, okay? Bisschen und essen dann halt sowas hier. Und manche gehen halt noch ein Stück weiter und essen einfach lebendige Tiere. Aber das ist nicht das... Bah! Und essen einfach lebendige Tiere. Ich schwöre dir, ich habe alles in meinem Körper gespürt gerade. Wallah, ich habe Gänsehaut gehabt an meinem Rücken. Ich wusste gar nicht, dass ich überhaupt noch so viel Rückenpartie habe. Bruder, ich schwöre, es ist so eklig. Aber das ist nicht das Thema, Lemon. Oh, Bruder, ich wusste nicht, dass ich eine Phobie habe. Wallah, Billa, ich dachte, ich habe sowas nicht. Ich schwöre, ich habe so viele Sachen gerade vor meinen Augen gesehen. Bruder, das war ekelhaft. Heutigen Video. Und der Typ gehört auch zu der Sorte, die komplett übertrieben haben. Und der Typ hat sich wirklich in jedem Video massenweise Essen bzw. irgendwas, was so ähnlich aussieht. Dann mach doch nicht zurück. Amna Godomun. Woher soll ich wissen in dem Moment, dass es noch ekliger wird? Ich war verwirrt. Aussieht wie Essen in sich hineingestopft. Zum Beispiel hat er solche Videos hier hochgeladen. Nuclear Black Bean Fire Noodles. Extreme Hot Cheetos Fire Noodles Mukbang. Sieht schon nicht mehr aus wie Essen. Matt Stoney's 10.000 Kalorien. Ey, aber jetzt mal Spaß beiseite, ne? Das sieht aber auch wirklich ekelhaft aus. Was ist das für eine Farbe? Ja, ne, ich weiß, okay, ist nicht gesund. Aber erst recht, solche Farben. Extreme Hot. Ja, ne, wie ist das möglich, dass das so aussieht oder das hier so rot ist? Komm, Digga, ganz ehrlich, der hat nur Stoney's. Oder das hier. Ja, ne, abgesehen davon, dass das ja ungesund ist. Ja, okay. Ist das ja bestimmt ja eine noch ungesund plus, so ungesund plus Premium. Allein weil das so eine nukleare Farbe hat. Es sieht aus wie Slime von Nick Choice Awards.
10.000 Kalorien Extreme Zombie. Ach komm, Digga, ganz ehrlich, der hat nur Kacke gegessen. Wenn ich das sehe, wundert es mich nicht, warum der Typ so übergewichtig ist. War. Und er wurde nicht nur ziemlich schnell übergewichtig, sondern litt auch sehr stark unter Aggressionsproblemen. Vielleicht kennt der ein oder andere diesen Clip hier von ihm. Ganz normaler Unbejunt-Stream. Arthur und ich in Parallelwelt. These are my brand new Crocs. Denn er bekam auch oft Meltdowns und erzählte in seinen Videos, dass er sein Leben hasst, dass er sich selber hasst und dass er eigentlich alles in seinem Leben, egal was es ist, einfach hasst aufgrund dieser Videos. Und darüber haben dann auch sehr viele YouTuber ein Video gedreht, also auch im amerikanischen Bereich, keine Ahnung, da bin ich nicht so drin, aber von oben bis unten ist da alles voll, aber allein schon im Deutschen. Ich glaube, Alpha Kevin hat schon 3 oder 4 Videos zu dem hochgeladen. Aber Alpha Kevin ist cool. Und natürlich ist das Ganze auch irgendwie so vorhersehbar, weil wenn dein Content daraus besteht, dass du dich regelrecht jedes Mal voll frisst, dann kann es nur in die Hose gehen. Türkische Philipp drückt 1 Euro ab. Der ist amerikanische Uno John. Und du bist deutscher Hund. Du bist ein deutscher Schäferhund, Philipp. Ein deutscher Schäferhund. Ein Welpe. Ein Welpe, der überall hinkackt und hinpisst. Du bist nicht stubenrein. Du hast, während du geschrieben hast, bestimmt gekackt. Du denkst dir so als YouTuber, okay, ich möchte mehr Klicks, ich möchte mehr Reichweite, ich möchte das Video besser machen als das davor und dann geht's los. Dann isst du mehr, dann isst du... Ich bin Österreicher, du Ei. Du bist Türke, du bist Pole, du kommst aus Österreich. Du gemischte Tüte, was willst du von mir? Was fehlt denn noch? Lakritz, Gummibärchen, saure Zunge. Du gemischte Tüte, vom Kiosk einfach. Extremeres Zeug wie dieses Extreme Hot Cheetos Fire, Bruder, das sieht nicht mal aus wie Essen. Das ist einfach alles rot. Du willst dieses Level nicht nur halten, sondern du willst immer extremere Dinge machen. Und irgendwann bist du an einem Punkt, Digga, wo du halt nicht, keine Ahnung, 2 Badewannen voll Cheetos essen kannst. Du machst damit so einem Content zwar viel Klicks, und mit viel meine ich wirklich viel, also die Videos sind ja regelrecht explodiert. Deine mentale und körperliche Gesundheit geht halt den Bach runter. Und genau so eben auch bei Nikado Avocado. Also ich glaube, das ist einer der extremsten Fälle auf ganz YouTube, der das so auf die Spitze getrieben hat. Und deswegen haben auch sehr viele YouTuber über ihn berichtet und gesagt, dass er bald nicht mehr leben wird, sondern eher... Und das ging dann auch so weiter und so weiter. Und am 6. September hat er dieses Video hier hochgeladen. 2 Steps Ahead. 2 Steps Ahead. Ich habe keine Ahnung, warum der Typ eine Pandamaske trägt, aber auch ohne die Pandamaske siehst du einfach, dass der Typ extremst abgenommen hat. Digga, ist das krass. This has been the greatest social experiment of my entire life. Im Grunde redet er darüber, dass das Ganze ein soziales Experiment war, was über 2 Jahre ging. Wir schauen uns teilweise andere Meinungen von anderen YouTubern an oder von anderen Influencern und kopieren dabei einfach 1:1 die Meinung, ohne irgendwas zu hinterfragen. Auf TikTok ist das wirklich ein extremes Ding. Du siehst so viele Fake News auf TikTok und es gibt so viele Leute, die das einfach gar nicht hinterfragen, was da passiert. Ich weiß noch ganz genau, vor einem Monat oder so, ist gar nicht mal allzu lang her, da habe ich ein Video auf meiner For You-Page gesehen, wie Autos auf einem Anhänger brennen. Mit der Überschrift Elektroautos brennen. Beim genaueren Hinsehen aber hat man gesehen, dass es alles nur Range Rovers waren, also Benzinfahrzeuge, motorisierte Benzinfahrzeuge. Bruder, zeig mir, ob der jetzt dünn ist, Bruder. Ich küsse dein Herz. Confirmation Bias. Bruder, was für Confirmation? Bruder, zeig mir, ob er dünn ist. Bruder, was geht hier ab? Walla, er hat mir ein Studium gerade gezeigt, Tonfender. Ich wusste gar nicht, dass du so gut Deutsch kannst. Bestätigen. Also ich kann mir einen Artikel durchlesen, der 4 positive Aspekte hat und 4 negative. Und ich würde dann sagen, okay, Elektroautos scheiße, hier 4 negative Aspekte. Und es Ali ist scheiße, Flip ist scheiße. So, ich habe 2 negative Akzent. Das ist ein ganz natürliches Ding, weil Menschen neigen einfach dazu, Informationen besser zu... Ali, halt's Maul. ...verarbeiten, die ihre... Leni, raus. Eigene Meinung schon. Philipp, halt's Maul. Merkt ihr etwas? Das ist das, was ich aktuell durchmache. Herzlich willkommen auf meinen Twitch-Chat. Rahm drin lassen. Unterstützen. Und Nikocado Avocado hat das Ganze einfach bestätigt. Der Typ hat uns einfach alle hochgenommen. Du schaffst es nicht, innerhalb von 7 Monaten, 3 Monaten oder 8 Tagen 250 Pounds abzunehmen. Ich glaube, das sind 150 Kilo oder sowas. Und warum ich diese Tage und Monate anspreche, ist einfach, weil der Typ, der hat 3 Kanäle, ich glaube, der hat 4 Kanäle, ich weiß es nicht, der hat auf seinem Hauptkanal das letzte Video vor 7 Monaten hochgeladen, auf seinem zweiten Kanal das letzte Video vor 3 Monaten und auf seinem dritten Kanal das letzte Video vor 8 Tagen.
kann. Und er sah genauso aus, wie man ihn kannte. Der Typ hat einfach über 2 Jahre hinweg Videos vorproduziert, damit einfach die Menschen diese Meinung, ja, die sie irgendwo mal gehört haben bei irgendjemand anders, dass er sterben wird, dass er nichts machen wird, dass er wie auch immer psychisch krank ist, dass sie diese Meinung behalten, ohne wirklich zu wissen, was da abgeht. Ey, das feiere ich gerade aber tot, ja? Chat, stellt euch mal vor. Okay, ich bin aktuell so am Stream, ne? Das wäre jetzt ein bisschen schwer. Angenommen, ich würde nicht streamen. Und ich würde weiterhin meinen YouTube auf meinen Hauptkanal machen. Das wäre so einmal die Woche. Und ich hätte so 2 Jahre lang hätte ich das gemacht. 2 Jahre lang. Das heißt, ich hätte so 100 Videos posten müssen. Stellt euch mal vor, irgendwann, ich bringe ein Video online, wo ich einfach so 80 Kilo wiege. Bruder, dass er das so gemacht hat, ist geisteskrank. Ich will nicht wissen, was das für eine Arbeit war, wie er das gemacht hat, was er dafür machen musste. Ja, erstens für das Abnehmen und zweitens auch für die Videos. Du musst dich ja als Person des öffentlichen Lebens einfach mal komplett distanzieren. Weil wenn dich einer sieht, dann ist ja alles vorbei. Wenn einer sieht, wie du abnimmst oder sonst was. Dich könnte ich niemals in dünn vorstellen. Von mir gab es eine dünne Version auf YouTube. Und das war diese Zeit gewesen. Da hatte ich innerhalb von 2 Monaten knapp 25 Kilo abgenommen. Die sind mittlerweile wieder drauf, aber wir müssen reden jetzt. Hier sieht man auch. So, war Unterschied damals. So, da ging es gut rund, oder? Wo war das? Ja, Mann, hier, guck mal, hier sieht man, oder? War das hier? Zwar, oder habe ich mir einfach etwas aus dem Gürtel gezogen? Wie gesagt, kommentiert gerne eure Antwort unter diesem Video. Bruder, das war ein anderer Mensch, Bruder. Genießt es, bleibt bis zum Ende dran. Der war schon ein anderer Mensch, was soll ich jetzt sagen? Wie viel Kilo waren das? Ich glaube, das waren... Ja, okay, ist auch immer noch viel, aber das waren knapp 115 Kilo. Hat 2 Jahre diese Videos vorproduziert und ist einfach durch... Und ich bin jetzt auch nicht der Größte. ...gezogen. Digga, das ist krank, das ist heftig. Das ist wirklich ein geil... Ich wiege nicht 200 Kilo! Übertreibt eure Lage nicht, tschüss! Auch immer, ey, Walla, jetzt ein für alle Mal. Für jeden, der meine Videos guckt, ich krieg jeden Tag mindestens 2 Nachrichten. Mindestens 2. Woher kaufst du deine Kleidung und wo findest du Hosen? Bruder, das ist LFDY. Geht bei LFDY gucken, deren Größe ist XXL. Ich trage XXL. Daran ist nichts schlimm. Meine Hosengröße habe ich letztens im Chat sogar im Stream gezeigt. Ich habe keine großen oder langen Beine. Ich trage Hosengröße 36. Ja, ne, sogar Atakan trägt 38, weil er fetten Arsch hat. Wo findest du deine Klamotten? Ihr habt mich zu keine Ahnung was gemacht, Bruder. Mein T-Shirt ist XXL. Wallah, immer derselbe Scheiß. Ich trage 38. Leni, hast du vielleicht mal dran gedacht, dass Frauen und Männer 38 eine andere Größe ist? Hey, bevor es weitergeht, lass gerne ein Abo da. Denn so wie du hier gerade siehst, haben so und so viele Leute nicht den Kanal abonniert. Ich verstehe es nicht. Du guckst die Videos, aber abonnierst nicht. Lass gerne ein Abo da und lass uns endlich die 100k knacken. Chat, sag, was Sache ist. Los, sei endlich cool. Ja, so. Alles Social Experiment und nicht Bombenprank von Upgrade oder sowas. Aber auch mal Real Talk, was ich krass finde, dass das einfach nicht geleakt wurde. Weil normalerweise, wenn du 2 Jahre so ein Experiment durchziehst, ja, und 2 Jahre lang abnimmst und wahrscheinlich schon nach dem ersten Jahr schon, keine Ahnung, 60, 70 Kilo abgenommen hast, da finde ich es heftig, dass das einfach niemand aus seinem Team geleakt hat. People consuming anything that they're told to consume. So I ate. Der, das ist wirklich eine Parallelwelt, Walla. Von dem, was er vorher war, zu dem, was er jetzt ist. Bruder, das sieht nicht echt aus. Er sieht einfach aus wie Philo. Ich schwöre, das ist nicht normal. Was glaubst du mal, lieber? I am the villain. Es sagen ja auch viele, dass das KI sein soll, ne? Bruder, die Leute vertrauen ihm einfach nicht. Because I've made myself one. Deshalb macht er aktuell, wenn ihr mal so auf TikTok guckt, deshalb macht er so aktuell so Tänze, die gerade im Hype sind, damit die Leute ihm glauben. And you will continue to consume these stories about me, year after year after year, for as long as I tell the internet that I am the villain. Yet just yesterday, people were calling me fat and sick and boring. Das ist genau das, was ich gemeint habe. Es gab wahrscheinlich in Amerika 50 mal so viele Leute, als in Deutschland, die Videos zu ihm hochgeladen haben und ihn kritisiert haben. Es gibt auch so ein Video, da steht so fett im Thumbnail, boring und so weiter und so fort und Absturz und hier... Guck mal, während das Video gekommen ist, Why People Stopped Caring About Nico Caro Avocado, während das Video online gekommen ist, war er schon auf dem Weg, wie soll ich sagen, auf dem Weg dabei, dünn zu sein oder war schon dünn.
und da. Und er hat einfach diese Meinung genommen, die jeder hat, und einfach mal um 180 Grad gewendet. Ich finde das so ein krasses Experiment, vor allem jetzt in der heutigen Zeit, wo so viele Skandale entstehen. Ja, Annie the Duck, Unge, jetzt irgendwie sowas mit Haptic Rush und dieser Gamer Brothers, ja, dass er angeblich Klicks gekauft hat. Ach so, Dings, Digga, in letzter Zeit läuft mein YouTube-Kanal gar nicht mehr so gut. Ich mache zu wenig Klicks. Denkt, ich soll auf indischen Content umsteigen? Es gibt so viele Vorwürfe und die meisten Leute rennen einfach einer Meinung hinterher. Die hören irgendwas und denken, ja, das muss so sein, das muss so sein, ohne selber zu recherchieren, ohne selber sich eine Meinung zu bilden und ohne selber irgendwie irgendwas zu machen, nicht mal einen Finger zu krümmen. Es wird einfach regelrecht alles konsumiert, alles in sich hineingezogen und dann einfach... Ja, ich habe da mal gehört, ich glaube, das muss stimmen. Und vor allem in so Zeiten wie TikTok ist es halt ein übelstes Problem. Ich meine, TikTok ist eine App, du kannst dir, keine Ahnung, 1000 verschiedene Videos innerhalb von einer Stunde reinziehen, ohne dass du überhaupt verstehst, was du da überhaupt reingehst. Ey, ich würde einmal gerne sehen, wie viele Videos ich mir auf TikTok bisher angeguckt habe. So einmal würde ich gerne einfach mal so eine Zahl sehen. Hast. Und ich merke es auch selber, wenn mir irgendjemand was erzählt, so ja, der und der hat das gesagt und der Politiker hat das gemeint und so. Wenn ich dann so frage, hey, woher hast du das eigentlich? Dann kommt so, ja... Von TikTok. Ganz ehrlich, für den nächsten Ich einfach unverbesserlich Film nimmt einfach seine Stimme als Schurkenstimme. Yeah, just yesterday, people were calling me fat. Hier kommt er auf jeden Fall noch zu meinem Zweitkanal, kommt jeden Tag ein Video und Oh krass, das Ende kommt spontan. Ey, cooles Video. Ich sag euch so, wie es ist. Das, was Nico Cardo Avocado gemacht hat, ja, ich hab den maximalsten Respekt davor. Erstens musst du überhaupt in der Lage dafür sein, einfach mal 2 Jahre gefühlt aus Social Media rauszukommen. In dem Sinne von, du kümmerst dich komplett jetzt um deine Gesundheit und machst etwas dafür, um dünn zu werden. Ich habe gestern noch mit Zenel darüber geredet. Guck mal, jetzt aktuell mit Stream und sowas und mit dem, was ich im Hintergrund alles mache, mit den ganzen Projekten oder was mit Parfüm war. Ich habe die letzte Zeit sehr wenig Zeit gehabt. Und habe euch auch immer gesagt, ey, gesundheitlich ist bei mir gerade voll die Krise. Ich muss diese Tabletten gerade nehmen, um zu gucken, wie es mir geht. Dann muss ich diese Tabletten nehmen. Es war immer so ein Hin und Her, Hin und Her, Hin und Her. Und das hat mir so gezeigt, ey, ich muss mich auch wieder auf das fokussieren. Weil es ist ja kein Geheimnis, ich habe die letzten Monate sehr hart zugenommen. Und ich kann natürlich, ich weiß, vieles davon war auch durch die Tabletten. Aber es war auch trotzdem in meiner Hand, dagegen etwas zu tun. Jetzt das Ding so, ich frage mich, wie... Konntest du 2 Jahre lang dein Content vorproduzieren, im Hintergrund dich von Social Media so zurückziehen, um das als Projekt zu machen? Weiß ich nicht, Digga. Respekt dafür, nur Liebe, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Schreibt in die Kommentare, was ihr denkt. Es gibt wirklich Leute, die sagen, das ist fake. Das wäre hart, aber ich denke nicht, dass es fake ist. Wie dem auch sei, ciao. Schwarze Orchidee, oder Mapike, Birkenwerk der Bitch, ist begrenzte Rarität.